Ich grüße Sie. Es soll in diesem Video darum gehen, wie Sie eine Funktion grafisch ableiten oder grafisch differenzieren können. Das heißt, wir haben den Graphen einer Funktion f gegeben, nicht aber die Funktionsgleichung, und sollen die Ableitung, genauer den Graphen der Ableitung f' dieser Funktion zeichnerisch, also grafisch, ermitteln. Jetzt wissen wir ja schon, dass die Ableitung einer Funktion deren Steigung angibt. Also ist es vielleicht hilfreich, wenn wir uns zunächst einmal ansehen, wie sich die Steigung des Graphen von f in dem Bereich, in dem er dargestellt ist, verändert. Und Sie sehen, dass der Graph von f zunächst fällt, dann steigt er, dann fällt er und zuletzt steigt er wieder und wird dabei immer steiler. Und wir wissen, genauer können wir uns die Steigung von f anschauen, wenn wir Tangenten an den Graphen legen. Fangen wir mal an, hier oben links. Hier sehen Sie, hat die Tangente eine negative Steigung. Bis an der Stelle minus 4 die Steigung von negativ ins positive wechselt. Da liegt ein sogenannter Tiefpunkt. Die Tangente ist waagerecht. Der nächste Punkt, in dem sowas passiert, ist hier dieser Hochpunkt von positiv zu negativ. Und dann kommt noch so ein Punkt, nämlich an der Stelle x gleich 4, dieser Tiefpunkt. Auch hier wechselt die Steigung von negativ ins positive. Ich werde diese Stellen einmal markieren. Zunächst zeichne ich nochmal diese waagerechten Tangenten ein. Hier eine, dann dort im Hochpunkt eine und in diesem Tiefpunkt. Und weil mich diese Tangenten jetzt doch so ein bisschen stören, werde ich stattdessen gleich die Stellen, an denen diese besonderen Punkte liegen, durch senkrecht verlaufende Hilfslinien markieren. Die erste kommt gleich jetzt. Da ist sie. Da ist die zweite. Und da die dritte. So, und als zusätzliche Hilfe werde ich jetzt die Bereiche des Graphen farbig markieren, an denen er eine positive Steigung hat, also steigt, beziehungsweise eine negative Steigung, also fällt. In diesem Intervall fällt der Graph von f, hat also eine negative Steigung. Im nächsten Intervall hat f eine positive Steigung. Dann ist seine Steigung wieder negativ, er fällt also wieder. Und schließlich ist die Steigung des Graphen von f wieder positiv. Was bedeutet das jetzt für die Werte der Ableitung, also für f'? Nun, im ersten Intervall muss f' kleiner als 0 sein, also negativ, weil ja die Steigung von f negativ ist. Im zweiten Intervall muss f' von x größer als 0 sein, wegen der positiven Steigung von f. Im dritten Intervall sind die Werte von f' wieder negativ und im letzten wieder positiv, denn der Graph von f steigt wieder. Und jetzt stelle ich den groben Verlauf der Ableitung f' durch schraffierte Rechtecke dar. F' von x ist negativ, f' liegt also unterhalb der x-Achse. Im zweiten Intervall ist f' von x größer als 0, also liegt f' oberhalb der x-Achse. Im dritten Intervall liegt f' wieder unterhalb der x-Achse, denn f' von x ist negativ. Und im letzten Intervall liegt f' wegen der positiven Steigung von f wieder oberhalb der x-Achse. Und jetzt können Sie beim Skizzieren des Graphen von f' eigentlich gar nichts mehr falsch machen. Machen wir das wieder stückweise. f' ist zunächst negativ und hat an der Stelle minus 4 den Wert 0. Dann wird f' positiv und hat an der Stelle minus 2 wieder eine Nullstelle. Jetzt geht f' wieder ins Negative, bis es an der Stelle 4 wieder den Wert 0 hat. Und ab der Stelle x gleich 4, also für x größer als 4, bleibt die Steigung von f und bleiben damit die Werte von f' positiv und werden immer größer, denn der Graph von f steigt ja immer steiler. Und damit haben wir die Funktion f, von der wir nur den Graphen kannten, erfolgreich grafisch abgeleitet. Das war's. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß beim Üben.